Wow, die zeigen es nicht mal. Ja, Assis. Doch, da. Gray, bleib stehen. Gray hat einen Bart, oder? Gray, bleib mal stehen. Gray, du Drecksack. Bleib stehen. Ich schlag ihn gleich ohne Scheiß, Alter. Jetzt dreht er sich sogar weg. Was ist mit ihm? Zeig doch mal deine Fresse. Cool. Er hat endlich sein Gesicht gesehen. Er ist sehr schüchtern, ich merke schon. Oh, da ist ja die Frau wieder. Anata, chotto ii? Okay. Ah, dou shita? Kono mae hanashita ken nan da kedo. Was haben die gesprochen? Mattaku. Ich mag es, wenn er die ganze Zeit mürrisch ist. そんなことはない。いや、あるぞ。あるんじゃないか。だがまあ仕方ない。こいつはこういう男だからな。そういや、グレイって結婚してんだったな。あは、お兄interessiert sich。そうか。お前たちは知ってなかったか。 グレイのパートナーでしょ?知ってるよ。そうね。赤ちゃんは?いないのか? Wow! Oini! Wirklich! Sie fällt direkt mit der Tür ins Haus. Cool. さすがのお前も思わぬところからの一撃には弱いらしい。くだらんことはいい。 要件を手短に話せ。ついさっきまで調査していたのだけど、ここだと誰に聞かれるとも限らんな。場所を用意しておく。詳しくはそこで話してくれ。一体何の話だ?お前たちには関係のない。Ach, Gray, man, komm jetzt hier. 彼らにも手を貸してもらう。何?こういうことには協力的だ。 きっとお前の役に立ってくれる。そうか。分かった。ではロザーナ、あとは頼む。え、モニカ、ありがとう。Okay. Jetzt habe ich schon wieder eine neue Aufgabe bekommen. Eine Heldenmission, aber. Die wird wahrscheinlich für Oini sein, weil sie hat mit ihm eine Verbindung. ここなら誰も来ない。Ah, ich kann wieder gehen, tschüss. 要件を話せ。ええ。少し前から行っていた調査で内部に怪しい動きをしている人が見つかったの。怪しい動きだ。 Ja, das stimmt, Aquino. Sie hat sehr große Argumente, die Monika. もともとこの人が私に強硬派をどうにかする手を考えてほしいって言ってくれたのだけど。連中が厄介なことをしているとわかり、手を打っていたのだがな。 あのね、その人たちの手でシティの技術が良くないことに使われるかもしれないの。具体的には技術部が持っていたものが誰かに盗まれたみたいで、それを不正に利用して何かをしているみたい。なぜそんなことに。もともとここは一枚岩ではない。 大小問わずトラブルは抱えている上に強硬な連中もいるというだけの話だ。今回はそれがちょっと表に出る形になったのね。シティ内部でのトラブルはできる限り抑えたいから、この人に相談していたの。それであなたたちの力も借りられたらって。いや、なるほど。そういうことなら。ああ、 もちろん手伝うよ。でもよ、グレイ、そういうことなら相談してくれりゃよかったのに。Nee, Grave kommt nicht von allein zu irgendjemanden. ごめんなさいね。この人、ちょっと口下手なところがあるの。Ja, das merkt man nicht. ちょっと? Er ist wie Kratos. そういや、グレイはシワシワなのに、あんたは違うんだな。
So, Schlingel der Grey. なんか言ってやるよ、グレイ。コミュニケーションってやつだろ?コミュニケーション。気難しく見えるけど、とてもいい人なのよ。いや、せんねえとんせえあいつ。眉間にシワが寄っちゃってるのは、年を取ったせいかしら。いやいや。無駄口を叩くな。ははー、なるほどな。どうしてグレイみたいなやつがここでうまくやれてんのか疑問だったけど。おおおいに。あんたが一緒にいたからなんだな。 あら、そうなの?いや、ich glaube schon. Grace einfach gratis 2.0。とにかく、あなたが集めてくれたものも、どこかに流れているみたい。そう、locker 20 Jahre jünger als er, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Altersunterschied ist. Aber sie eigentlich auch kacke geil und sich lieben. Aber ich finde es lustig, wie die da einfach so basically so eiskalt fragen. Du hast so viele Falten und sie nicht. <lacht> 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 Mag das so direkt. あなたたちにはまた新しくあれを取ってきてほしいの。あれって?もしかしてグレイが集めていたやつか?ああ、noch mehr sammeln. え、そうね。場所のめどはついてるから先に伝えておくわね。そういうことなら。 任せてくれ。仕方ねえな。行こうぜ、グレイ。グレイ、アイツハウス。ああ。私も少しだけ探ってみるわね。無理はするなよ。それは私のセリフよ。あなたは。わお、リバイズな。サイニーズ、そして、ガンズ、ゲイン、サイディ、ウンド、ユバ、ネーム、シファ、シャン、ヨバ。わかっている。ああ、いや。それにしても。 グレイがいい人ね。無駄口を叩くなと言ったはずだ。ディダーラ島に向かう。いや、すごい。 Chill mal. Schwere Nöter, du. So viele Aufgaben. Ich reiß schon mal dorthin und dann machen wir das nächste Mal weiter. Sich wieder nach Cadencia? Das ist die Schreibblockade-Aufgabe. Hier ist Lohn des Verrats. Ja, perfekt. Dann können wir jetzt zwei Aufgaben auf einmal machen. Da leuchtet ein bisschen was auf der Map. Ja, das ist scheißegal. Da leuchtet alles. Das finde ich auch sehr unübersichtlich. Zum Beispiel. Wo waren das? Hier. Einfach. Was ist das? Annams Erbe. Aha. Wir haben was Neues gefunden. Ja. Nur durch Zufall gefunden. Scheiße. Ja. Wer denkt sich so eine Karte aus? Ja. Das ist wirklich sehr nervig, die Karte. Also überall ploppt irgendwas auf und dann musst du durch Zufall gucken. Ah ja, hier ist vielleicht was. Mag ich auch nicht so. Das hier ist am schlimmsten irgendwie. Das ist einfach so unübersichtlich. Du musst dann ranzoomen und dann gucken. Oh, da ist ja vielleicht noch ein Fragezeichen offen. Hier ist noch was und... Das ist hier... Schreibblockade, hier sind mehrere Sachen, okay. Oh Gott, nächstes Stream mit dem Spiel wieder so viel sammeln und machen und tun. Okay, also ignoriere ich alles und mache, was in der Nähe ist. Ja, sollte man auch. Und guck dir mal schön Fragezeichen an, sehr wichtig. Ja, es hat sich jetzt so viel hier angesammelt, das ist Alter. Ach, zum Kotzen. Die sind zwar abgeschlossen, aber ab hier fängt das halt an. Oh.
Nein, wir können das Spiel auch mal enden. Nee, das Schlimme ist, ich habe vorhin bei den Charakteren eine Nebenaufgabe gemacht. Und jetzt kann ich Rang 20 machen anstatt 10. Also ich schätze mal, ich kann das mit jedem Charakter von hier machen. Das heißt, ich muss deren Nebenaufgaben machen, deren speziellen Nebenaufgaben. Und das dauert dann auch nochmal. Und dann musst du auch noch diese Ränge leveln bis 20. Und what the fuck einfach. Das ist übel. Aber ich mag jetzt das Detail, dass unser Gray jetzt die Maske abhat. Das ist cool. Heißt, das Spiel wird niemals enden. Ich werde, glaube ich, dieses Jahr damit nicht fertig. Außer ich konzentriere mich jetzt nur noch auf das Spiel dann schon. Wird aber schwierig. Aber wir haben schon mal für das nächste Mal einen Plan. Das ist schon mal gut. Und ich könnte eigentlich theoretisch schon mal das einsammeln, was ich hier brauche. Wenn ich es finde. Das ist jetzt entweder hier unten. Oder oben. Und ich befürchte, ich muss wieder nach oben. Dann ging es noch 50 Stunden. Ja, das ist... Es wird nicht enden. Ach, das... Natürlich ist es da oben. Das ist ja klar. Wunderbar, wunderbar. Was hilfst du auch runter? Ich dachte, es ist unten. Jetzt weiß ich nicht, wie ich hochkomme. Ah, da. Wow. Voll daran vorbei. Okay. Oh, nö. Was machen die hier? Reden wir später darüber, da kommen sie. Oh. Ich wollte nur ausmachen und sagen. Ja, naja. Die sind zum Glück nicht so stark. Nur kurz die Rüstung testen. Ja, Stunden später, ich weiß. Das werden sie mir ewig vorhalten. Ein klassisches Mal eben kurz. Ja. Das kann ich sehr gut. Das kann ich sehr, sehr gut. Bis drei kannst du ja noch. Ja, nee. Ich muss morgen noch viel machen oder so, wird schwierig. Und es wäre gut, dass ich mal ein bisschen früher einkönne. So die letzten Nächte, 4, 5, 6 Uhr, dann habe ich aber nicht mehr viel Schlaf und muss dann aufstehen. Ja. Dann haben wir wenigstens schon mal eins. Und zwar Lederflügelfossil. Sehr gut. Aber wir können ja noch kurz zu der Aufgabe hingehen und dann das speichern. Dann müssen wir nächstes Mal nicht dahin laufen. Wie hast du von gestern auf heute geschlafen? Ein bisschen mehr, aber hat auch nicht ausgereicht, leider. Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr ist. Dass ich auch einfach mal schneller einpenne. Wenn ich schneller einschlafen würde, dann hätte ich auch die Zeit, die ich benötige zum Schlafen. Wo ist denn das jetzt? Wo ist das? Das ist einfach am Arsch der Unterwelt. Ich weiß ja nicht. Warte mal, guck mal, wir machen jetzt Taktik. Nur eben zur Aufgabe laufen. Ja, wirklich, ich laufe nur kurz zur Aufgabe. So wenig Vertrauen in mich. Sehr.
Das ist schrecklich. Oh, stimmt, hier waren dann die Riesenviecher. Oh, fuck. Level 72. A, B, C, D, E, F, G. Ja. Oh, der schläft. Oh, wie süß. Wenn sie schlafen, sind sie süß. Da ist Ether. Wenn ich jetzt da hingehe, bin ich tot, ne? Was zur Hölle soll ich hin? Warum sind hier Level 74 Viecher? What the fuck? Komm mir nicht zu nah, komm mir nicht zu nah. Scheiße. Ich habe ein Problem, ich muss an ihm vorbei. Das ist ja... Haha! Aber ich muss durch diese fürchterliche Höhle. Ein Problem, was? Peaches. Das ist jetzt wieder unten. Ich bin total verwirrt gerade. Jetzt soll ich wieder runter? Okay. Ich sag jetzt schon, das wird doch jetzt hier eine Falle sein. It's a trap. Level 75, Alter. Nein, ich wollte nur dahin laufen. Na gut, dann machen wir das zu Ende. Ich weiß nicht, immer Mosi wird von dem Bot irgendwie gemobbt. Ich habe keine Ahnung, bei den anderen klappt's. Wir sind hier umsonst hingelaufen, mit sich verarschen Spiel. Das ist so ein typisches, hinter uns kommt jetzt irgendein Monster. So kurz zur Aufgabe. Ja, ich kann nichts dafür, dass es einfach startet. Ein Hintern halt. Es war so klar. Hallöchen. Was ist da mit dem? Der kommt mir bekannt vor. Okay. Dann kämpfe ich die halt in die Erde rein. Verlorener Schütze. Ja, zum Glück sind die nicht so stark. Ja.
あ、ハンバーグ。一体何だったんだ、こいつらは。見た感じ、ロストナンバーズみたいだけど。ああ。それって味方じゃないの？大方、俺の足止めが目的の捨て駒だろう。なんでお前の足止めなんか。もしかして対立してる連中か？ じゃあ、この兵士たちは。モニカの派閥に属する連中であることは間違いないが、中でもこいつらは強硬派と言われることを起こそうとする連中だ。揉め事を起こすってのか。奴らの最大の目的はメビウス討伐だが、その目的のために手段は選ばん連中だ。その手駒が揃い、 ウロボロスも手の内。あとは指揮官であるモニカから立場を奪うことができる。そんなことができるのか。手がないわけではない。レウニスを奪い、モニカに追随する連中の戦力を削ぎ落とせばどうとでもなる。どう行動するかは知らんが、奴らは敵を攻めるための条件が整うと判断したのだろう。 それがなんでお前の足止めにつながるんだよ。俺はシティで最も身軽だ。故に計算ができないと踏んでいるのだろう。普段シティにいないグレイを抑えるには行き先を仕向けて行動を制御するのがいい。ニーブンキニーブン。なるほどな。そうだ。 ああ、でもよ、だとしたらおかしくねえか。だってここに行ってほしいって言ったのはロザーナだろ。確かにな。待ち伏せされたということはどこかで情報が漏れていたのか。おない。これからどうするの。おない、別に。敵対するのなら潰す。それだけだ。 Aber bitte nicht Rosanna, oder? Rosanna-san-no-koto-wa. Oh, nö. Shiti-ni-modoru. Tsuite-koi. Oh, scheiße. Das wäre jetzt mies, wenn sie jetzt einfach mit ihm verheiratet ist, um zweckheilig die Mittel oder so. Und sie ist auch da gerade, ne? Mirarete-nai-daro-na. Nein, come on, Alter. Entweder ist sie ein Doppel-Maulwurf oder sowas, oder keine Ahnung. Dann ist sie scheiße, wenn sie jetzt... ようやく訪れた機を逃すわけにはいかない。 ようやく訪れた機を逃すわけにはいかない。それならなぜあれを盗むなんて愚行に出たの。最初に気づいたのが私じゃなければ計画が頓挫していたかもしれない。貴様がこいつの挑戦に手間取っているからだろう。落ち着け。どの道ここはバレはせん。仮に気づかれたとて モニカを遠ざける術はある。ええ。ああ、かけ。奴を遠ざけられれば、シティで厄介な一人を相手にせずに済む。
Da to sreba. Mondai wa Grey da. Yatsu wa katsute Gernika to tomo ni saizensen o kake nuketa otoko. Ano kyūkaku wa otoroe shirazu. Kisama nara osaerareru ka? Wakatte kureru ii hito yo. Sore de tashou demo jikan ga kazugeru ka? Naraba mondai wa arumai. Ach nö. Das finde ich jetzt scheiße. Eigentlich will es hier mal lustig. Ja. Wir hatten vorhin wirklich das Thema mit Freunde oder irgendwelche Leute, die dir nahe sind in Spielen und dich dann auf einmal verraten und dann Plot Twist ist, die haben dich die ganze Zeit verarscht. Und jetzt passiert das hier gerade. Wow. Einfach nur wow. Wir haben es jetzt einfach gecallt, dass das passiert. Keine Ahnung, ob sie jetzt wirklich so bei den Feinden ist und also ist sie anscheinend, aber ob sie jetzt Grey die ganze Zeit verarscht hat, mal gucken. Oh Mann. Oder sie ist eine Spionin und... Ach egal, keine Ahnung, wir werden es erfahren. Ich spekuliere gerade zu viel. Kacke, jetzt ist die Mission voll interessant. Scheiße, das ist jetzt voll... Jetzt bin ich neugierig. Ich hab gar kein Vertrauen. Hey, ich reiß doch nur hin. Ich will doch nicht auf dieser Mordsinsel bleiben. Ja, München. Upsala. Oh, verdammt. Jetzt startet die Mission einfach. Hätte ich ja gar nicht jetzt... ahnen können. Schön am Weg hier. Oh nein. 確認のため技術部に行ったら今日は来ていないって話だ。ドゥドゥン。おい、それって大丈夫なのか?私たち襲ってきた連中の手先にさらわれたとかじゃ。襲ってきた連中?何でもない。続けろ。まあ、とにかく気なくさい気がして念のため報告にな。いや。モニカはどうした? Jetzt musst du noch mehr von der spannenden Mission spielen. Ja, schrecklich, oder? Aber diese Spiele, die spannend und interessant sind. Schrecklich. Ey. Die installiert das gar nicht. Echt, jetzt. 俺もあんまり首は突っ込みたくねえんだ。それでロザーナはどこにいるのか?皆目見当もつかんな。ロザーナがいなくなったってのに、やけに冷静じゃねえか。モニカをシティから遠ざけて自分も外に出ようとしていたというのは、やや戦えない人間がここから出るリスクは、ロザーナも承知のはずだが。Yeah, wer ist jetzt hier der Traitor? 外に出る必要があるなら、それこそ
Monika ni tayotte mo ii hazu. Oi, Grey, dou sun da yo? Are wa are de kimono futoi onna da. Ha? Ikisaki wa shiran ga, ikutsu ka shitte isou na ningen ni kokoro atari ga aru. Ja, aber anscheinend nicht die Person, die du jetzt, die gerade irgendwie weg ist und so. So ii koto nara, kiite miru no ga tettori bayai na. Ich meine, die haben uns jetzt so den Eindruck vermittelt, dass Rosanna wahrscheinlich der Traitor ist, aber vielleicht kommt es noch ganz anders. Die wollten uns jetzt nur so zeigen, ah, guck mal, die steht da jetzt bei den ganzen Feinden. Die ganze Scheiße plant. Abwarten. Vielleicht, wir kennen ja noch nicht die ganze Wahrheit. Hier sind drei Markierungen. Scheiße, ich muss mal langsam hier gehen und so. Aber vielleicht kommt es auch nicht anders. Ja, das werden wir erfahren. Fassifas. Ich muss dich etwas fragen. Freund fragt Rosanna? Ganz genau. Rosanna scheint beschäftigt zu sein. Fassifas hat Rosanna schon 3 Tage lang nicht mehr gesehen. Dabei hätte Fassifas liebend gern noch weiter an Automatenkrieger rumgebastelt. Ein Automatenkrieger? Goldrichtig. Fassifas sollte Automatenkrieger neu justieren. Grey, wusstest du davon? Nein, ich hatte keine Ahnung. Die Automatenkrieger, den du justiert hast, wo ist der jetzt? Automatenkrieger ist ein streng geheimer Ort, mehr weiß Fassifas nicht. Du hast an einem Automatenkrieger gearbeitet, weißt aber nicht, wo er ist? Fassifas wurde gesagt, Ort ist großes Geschäftsgeheimnis. Fassifas wurde mit verbundenen Augen hingeführt, war wohl noch in City, aber vielleicht ganz am äußersten Rande. Okay, das wäre alles. Okay, das ist ja gar nicht merkwürdig, mit verbundenen Augen und so, ne? Wow. Was läuft hier für eine Scheiße? Hm, ich hätte die andere Aufgabe machen sollen, die war nicht spannend. Ja, ich mache aus, gleich. Ich hätte eine Frage für dich. Schönen guten Tag auch an dich, Grey. Rosanna ist verschwunden, weißt du etwas darüber? Hm, Rosanna, also hier war sie nicht, so viel kann ich euch sagen. Ich weiß mit Sicherheit, dass du mit ihr zu schaffen hattest. Sag mir, was du weißt. Willst du damit irgendwas andeuten? Ich stehe einfach in ihrer Schuld, das ist alles. Was für eine Schuld? Um der Begründung willen, na gut, ich erzähle es dir. Ich habe das Gefühl, du lässt mich eh nicht in Ruhe, bis ich es tue. Ich hatte Schwierigkeiten mit den Radikalen, das war vor ungefähr 5 Jahren. Ihr Anführerin, Bro, hat mich böse in die Mangel genommen. Immer diese Bros. Aber Rosanna hat eingegriffen und diese Mistkerle haben mich fortan in Ruhe gelassen. Seitdem habe ich ihr hin und wieder einen Gefallen getan. Ich verstehe. Einmal habe ich sogar Medikamente für sie besorgt, die sie unbedingt brauchte. Die Radikalen schon wieder. Ich frage mich schon, warum Rosanna damals genau im richtigen Moment zur Stelle war. Oh nein. Das kam mir immer schon merkwürdig vor. Alles eingeplant. Ich weiß nicht genau, was die Radikalen vorhatten, aber sie waren kurz davor, die ganze Klinik zu zerlegen. Nur eben kurz die Mission machen. Du hast es erfasst. Daher bin ich natürlich zu Dank verpflichtet. Viel mehr kann ich euch leider nicht erzählen. Weißt du, wo die Radikalen sich aufhalten? Ich könnte behaupten, ich weiß es nicht, aber ich bezweifle, dass du mir das abnehmen, würdest. Okay, ich sage es dir. Einer ihrer Treffpunkte ist irgendwo am Ribbley-Platz, wo genau weiß ich nicht, aber sie treiben sich öfter dort herum. Ein anderer ist beim Schwertdurchgang, keine Ahnung, ob es da irgendeinen versteckten Raum gibt oder sowas. Abgesehen davon, naja, das wäre noch die Mithya-Warte. Man kann die gesamte City von dort sehen. Solange sie keinen großen Aufstand anzetteln, werden sie sich wohl eher versteckt halten. Verstanden, das reicht. Ich denke, ich kann Rosanna ganz gut einschätzen. Eine überaus eigenwillige Frau. Ich wette, du hast deine liebe Mühe mit ihr. Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Baby Flo. Ach nee, geh weg hier. Morgen Abend sind wir dann durch, da wir nur eben kurz zur Mission laufen. Oho, du hast dich ja lange nicht sehen lassen. Ich habe eine Frage an dich. Na, das ist unerwartet. Also, was haben du und ich uns zu sagen? Weißt du, wo Rosanna ist? Rosanna? Nein, das weiß ich nicht.
Die ist nicht so wie wir. Wir haben wenig gemeinsam. Was meinst du mit wenig gemeinsam? Naja, du weißt schon. Ihre Denkart ist mit unserer nicht vereinbar. Sie ist der Typ Mensch, der zur Not mit dem Kopf durch die Wand geht, um seinen Willen zu kriegen. Genug Gequatsche. Wenn du nichts weißt, sind wir hier durch. Also wirklich, du kennst keinerlei Respekt vor dem Alter, oder? Bla bla, ich bin alt genug, dein Bruder zu sein. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Käst wie eh und je. Also gut, hör zu. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich kann dir ein faszinierendes Detail über sie erzählen. Rosana hat ihre Verbindung zu meinen Leuten. Du meinst die Konservativen? Ärzte sollen ja unparteiisch sein, aber darauf wollen sich heutzutage nicht mehr alle verlassen. Also haben sich manche von Zeit zu Zeit Medizin von den Kleinen besorgen lassen. Im Gegenzug hat man sie dann mit gewissen Informationen versorgt. Ich verstehe schon, mehr brauche ich nicht. Ich sage es noch einmal, Rosana ist ein gutes Mädchen, aber für sie heiligt der Zweck manchmal alle Mittel. Diesen Typus muss man stark zügeln oder man weiß nie, was er am Ende anrichtet. Okay. Das heißt, er erfährt jetzt im Grunde Sachen, die er von ihr nicht kannte, weil er ihr vertraut hat. Und dachte, er kennt sie. Aber sie ist einfach ganz anders. Uff. Das ist assi. Scheiße. Das ist kacke. Das ist kacke. Jetzt hier ein Rastpunkt? Ich habe keine Ahnung. Halle der Erinnerung. Hier ist ein Rastpunkt. Okay. Jetzt muss ich woanders hinreisen. Wow. Ist doch auch ein Rastpunkt. Ist doch kackegal. Es ist einfach nur auf der anderen Seite. Durch verarschen? Oh, Mann. Was macht ihr beide jetzt da? Lass uns zusammenfassen. Erstens wissen wir, dass Rosana sowohl Gray als auch Monika aus der City haben wollte. Wir haben auch mitbekommen, dass sie selber aus der City, auch die City verlassen wollte. Es schien aber einiges zu verwundern, dass Rosana persönlich rausgehen würde. Es könnte eine Art Nachricht gewesen sein. Eine Nachricht? Eine Nachricht, in der sie aussagen möchte, dass sie die City nicht verlassen hat, zum Beispiel. Du meinst, sie wollte Gray etwas mitteilen? Das können wir nicht ausschließen. Sie könnte zu dem Zeitpunkt schon in Schwierigkeiten gewesen sein. Hey, dieses Radikalen, die uns angegriffen haben, glaubt ihr, sie haben etwas damit zu tun? Ihr Ziel ist es, die Möbius auszurotten. Ich kann mir vorstellen, dass sie so weit gehen würden, City-Bewohner dafür zu opfern. Ich halte es ebenfalls für gut möglich, dass sie in die Sache verwickelt sind. Rosana ist ja keine Kämpferin, oder? Wie konnte sie eigentlich dem Arzt die Radikal von Leib halten? Guter Punkt. Außerdem hat sie anscheinend auch Verbindungen zu den Konservativen. Stimmt, ja, das ist auch ein Faktor. Natürlich können sie auch nur zufällig Freunde auf beiden Seiten des politischen Spektrums haben. Das wäre denkbar. Aber in diesem Fall erscheint es mir schon eher kalkuliert. Gray, wie ist deine Einschätzung? Ich weiß nicht, wie sie in diese Sache geraten ist, aber Rosana wird das bis zum Ende durchziehen. Wenn sie auf irgendwas einschießt, dann hält sie nichts mehr auf. Wenn ihre Verbindung zu einer Fraktion ihren Zielen dient, dann wird sie diese nutzen, da habe ich keinen Zweifel. Okay. Tja, dann hat sie uns auf eine sinnlose Suche geschickt. Glaubt ihr, sie hat sich mit den Radikalen zusammengetan und deswegen versucht, uns loszuwerden? Das ist möglich. Es wäre ihr zuzutrauen. Ah, okay, dann schätze sie doch so ein. Uff. Wozu zum Funken? Quatschen wir denn noch hier rum? Hm, vielleicht sollten wir die Orte aufsuchen, an denen die Radikalen sich angeblich aufhalten. Gute Idee, aber wenn wir dem Arzt glauben wollen, dann bezweifle ich, dass sie alle an einem Ort sind. Können wir nicht zur Not die ganze City nach ihnen durchkämmen? Das kommt mir nicht realistisch vor. Sie könnte jederzeit ihren Zug machen. Apropos Zug, ich mache mir Sorgen um diesen Automatenkrieger. Ja, wenn der in der City losgelassen wird, dann sollten wir uns besser darum zuerst kümmern. Aber wir wissen nicht genau, wo er ist, oder? Hm, der Arzt hat uns ja drei Orte genannt.
Stimmt, blöderweise gibt es mehrere Möglichkeiten, wo ihr Unterschlupf sein könnte. Dann lasst uns mit dem wahrscheinlichsten Ort anfangen, oder? Brauchen wir nicht. Die Orte, die uns der gute Herr Doktor genannt hat, bezogen sich auf den Stützpunkt der Radikalen. Auf der anderen Seite hat uns die Noppen Fassifas einen Hinweis zu dem Automatenkrieger gegeben. Ah, verstehe. Wenn wir also nach den Ausschlussverfahren vorgehen, genau, dann kommt der Ort über der City und die Gegend in den Rebelli-Platz nicht in Frage. Es ist nur eine Mutmaßung, aber zum Verstecken eines Automatenkriegers kommt eigentlich nur der dritte Ort in Frage. Worauf warten wir dann noch? Bewegt eure Herrsche! Ihr habt viel Spaß, ne? Wenn ich das so lese. Aber ich finde nett, dass die ein Ausschlussverfahren machen und ich nicht die ganzen drei Orte absuchen muss. Das ist schon mal gut. Monika war frei. Gurai war Uroboros to modotte kita yo da. Hai, kawarazu yakkai na otoko da. Tüdüm. Naga, shiki keito ga midarereba. Ata yoi daro. Youyaku, konoko no ohirome ne. Oh, ist das ihr Ernst, Alter? Sie will jetzt so einen Roboter auf die Stadt loslassen? Dann werden auch Unschuldige getötet. Aber sowas hasse ich einfach. Andere Menschen mit reinziehen. Toll. So eine Leute hasse ich wie die Pest, Alter. Irgendeine Klippe runtertreten. いきなり何技術部に知見のある人間はある程度管理されているからな。監視の目をつけていたが、貴様はついぞ我々の行動を漏らすことはなかった。ここまで来れば結果がどうあれお前も道連れだ。 Ja, Yamil ist Yami, ja. Es war mir durchaus bewusst, dass er auch so ein Drecksack ist. Aber das wissen wir doch schon. Ja, Yami, wir erinnern uns an dich als stinkender Fisch. ああ、その通りだ。ウロボロスを手にしながら攻めることもしない。泥水をすすり痛みに耐え隠れ潜むのは愚かなことだ。ゲルニカといい、モニカといい、奴らは甘すぎるんだ。シティに混乱を引き起こし、それに乗じて全てのレウニスを奪う。Die haben noch Langeweile, Alter. Ja, aber dann macht ihr doch das Gleiche wie die anderen und gebt anderen Befehle. Das ist doch genau das, was ihr nicht wollt. Ah, oh, Mann, ich hasse Menschen. So einfach genau die gleiche Scheiße. Nur, dass ihr in der Macht seid. Ich hau dir gleich ein paar Kerzen ins Gesicht, ey. Toll, und ich darf gegen diesen Kackroboter kämpfen, ne? Jetzt wird sie aggressiv, jetzt ist es gleich soweit. Lohn des Verrats. Deswegen heißt das auch so. Ich habe mich schon gewundert, warum da Verrat steht. Ah, schwierig.
Nee, Yami, nee. was? Wo ist das denn? 4800. Das ist irgendwo hier. Ach du Scheiße. Ja, dann reise ich doch dahin, ne? Hätte ich einfach vorher machen können. Der Hohn des Fahrrads. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir hingehen. Da war doch so ein großes Tor, was zu war. Ist gut, dass das Spiel dann schwarz wird, wenn er redet. Die Tür geht einfach auf. Okay. Es dauert mir zu lange, lass uns gehen. ja, Chat, seid ihr auch immer so mürrisch? Also Yami ist immer mürrisch, ja? Ich bin froher Natur, Yami. まるで犬畜生のようだな。あいつ、次に正味だ。穴が血間違いではあるまい。こいつはバンダム家の犬さ。グレイ、貴様にできることはモニカに尻尾を振るぐらいのものだ。好き勝手言いやがって。グレイ、言い返してやれよ。必要ない。必要あるだろう。いきなり訳のわかんねえやつに仲間をバカにされて黙ってられんか。 Ich habe gerade ein anderes Problem, dass seine Frau ihn einfach verrät und alles andere. Ich hau dir gleich aufs Maul, dann sehen wir mal, wer hier tief gefallen ist. Ja, zuerst Yami. お前は今は生かしておいてやる。ただし有益な情報がなければ殺す。やるしかねえとは思ってたけどよ。なかなか過激なもの言いだな。お前に味方するのは今はウロボロスだけ。ロザーナは我々の側にいるが、それでも戦うというんだな。 無論だ。それが俺の仕事だからな。犬のように忠実なのは結構だが、そんな弱腰ではシティは守れん。今日この時をもって、シティは変貌を遂げる。こっちに来やがれ。 Boah, er macht Schaden. Und zwar sehr doll. Aber wenn er immer nur einen angreift, habe ich einen Vorteil. Ja, ich muss auch ins Bett, Animus. Gleich. Du machst keinen Schaden. Ja, das ist auch. Oh.
む。これでどうだ。こっちに来やがれ。ありがとう。一気に攻めるチャンスだ。ぶっ飛ばしてやろう。とどめだ。くそ、引きつけられねえ。やるよラッツ。ここでどうだ。すっごく燃えてる。ウィーハイオンですRIP OK Sorry, D.Alter, wir verrecken hier gerade alle. Das ist scheiße. Das ist so kurz vorm. Nein! Kommt schnell, verwandelt euch. Ach, Gott sei Dank. Wenn wir jetzt am Ende gestorben wären, hätte ich jetzt ausgemacht. Aus Rage.なんだ?どうしたんだ?貴様、何をした、ロザーナ。その子にはね、稼働限界があるの。稼働限界?面白い仕掛けでしょ?タルタルーちゃんと一緒に仕込んだのよ。今さら裏切るというのか。斧が命惜しさに。いいえ、私は一度も裏切っていないわ。あなたたちは忘れているみたいだけれど、あなたたちが怪しい動きをした5年前、あの医者を襲っていたあなたたちに話を持ちかけたのは私。忘れたの？保守リーダーのギャレットとあなたを引き合わせたのも私。不穏分子を集めて一網打尽にするために。でも時間切れね。早く戻ってこいと言われちゃったし、私の出番はここまで。行くぞロザーナ。グレイ、貴様ら。Ey, ich bin verwirrt. Ja, ich kann Yami auf die Fresse hauen. Wuhu! Hehehe, du bist der Erste. Oh, dieser Hass. Ja, Yami-Hass. Kennst du den nicht? まだやれるな。やめろ。
Aber bin ich immer so nett. Der war gut. Oh, yummy, Syrup. Horror King kennt er, weil ich ihn ihm beibringe. Ich zeige ihm den Hass. Das grüne ich immer alle, okay. Ja, ja. Liebe durch Hiebe. Ja, nee. Hiebe statt Liebe. So, fertig mit euch hier. Ich bin immer noch verwirrt. Er hat an andere Glocken gedacht. そのことじゃなくて、でもあなたこそ無茶ばかりして死ななければ無理とも無茶とも言わん。ゲルニカのやつは随分と無茶をしたようだが、その会話あったのかもしれんな。ん？何の話だ？本当ならあなたたちを巻き込まずに 私だけで強行派の人を止めようと思っていたの。ごめんなさいね。手間をかけてしまって。なんだってあんたがそんなこと。え、実はオーバーサスはオーバーサンがまたそう、シリーグクリス。そうすると、あの人たちは。フレッシュライシュ。警戒して動いてくれなくなるわ。私が弱い人間だから、彼らはすんなり受け入れてくれた。 それだけのことなの。モニカには。モニカも分かってくれているから、わざわざシティから出てくれたの。言わなきゃわからないこともあるけれど、言わなくても分かってくれる。あ、そう、あいつ、ゆうふぁ、トラウス。グッド。そういうことよ。やあ、レン、ライダー。いずれ、わかる日が来るわ。 はあ、そういうもんかね。そういうものだ。なんだよ。 Wie er sie anschaut. Du bist die nächste Ehefrau, was? お前たちが道をたがえないためだ。だから理解をせく必要はない。 Mag diese liebevollen Begrüßungen. Endlich Leute mit, den, mit vernünftigen Dachschaden. Oh ja, wir haben alle einen Schaden. Einen sehr gewaltigen. Eher liebevoll. Er das auch. Okay. Okay. Ich bin der Normale hier. Knall ich gleich eine. So, einsamer Wolf Grey Titan Jaguar. Der Klassenrang hat Stufe 20 erreicht. Geil. Okay, das ist mega geil. Jetzt kann Eudi noch stärker werden. Sie wird die stärkste von allen. Ja. Eigentlich hat nur Lisa einen Dachschaden. Eigentlich kannst du gleich auch mal eine reinkriegen, einen Penner.
Bin ich wieder voll frech hier. Äh.